Hi! Ein Paket, zwei Pokémonaten und eine Runde Crading. Hallo. Maurice, hallo. Ich habe da was vorbereitet. Was hast du denn vorbereitet, mein Lieber? Ich sehe schon hier, seit längerer Zeit ein Paket hier rumstehen. Kurz kann ich da reinhalten. Ich habe auch den Absender nochmal schnell mit. Ne? Weil meine Adresse war drauf. Ja, aber. Das ist doch gar kein Problem. Lotti habe ich gelesen. Lotti, genau. Wir wurden eingeladen und zwar zum Beta-Test bei Lotti Crading. Und ich habe das Ganze ja begleitet. Ja. Du hast es nur so am Rande mitbekommen. Du weißt von nix. Ich weiß, welche Karten wir geschickt haben, aber ja, ich weiß nicht, was bei rausgekommen ist. Und ich weiß nicht, wie der Ablauf war, aber das genau, ist ja Ziel und Zweck des Videos. Und da wir ja schon das ein oder andere Crading-Video gemacht haben, ja, möchte ich jetzt mal ganz kurz einfach durch das System von Lotti Crading führen und dir einen Einblick gewähren, wie das Ganze vonstatten ging. Und was ich und noch erwähnen möchte, bevor ja, du ausführst, also das hat natürlich insofern was mit Lotti Card zu tun, weil derselbe Geschäftsführer auch Lotti Crading betreibt. Genau. Muss man auch fairerweise sagen, weil manche haben ja Vorurteile bei Lotti Cards, das muss man auch sagen, aber wir sind da völlig vorurteilsfrei rangegangen. Neutral, genau. So wie wir jeden Grading-Service testen würden. Genau. So, ich switch jetzt mal auf den Browser, weil ich habe da was Kleines, Nettes vorbereitet. Zum Bowser. Der Bowser. So. Fangen wir mal unten. Oh. Oh. Oh mein Gott, ich bin verwirrt. Technik. Aber Spaß. Macht halt mehr Sinn, die Kamera unten rechts zu lassen, ne, wenn ja, links der ganze Text steht. So, das war die erste E-Mail, da wurden wir herzlichst eingeladen. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein, aber im Großen und Ganzen wurden wir mit einem Passwort eingeladen auf die jetzt freigegebene Lotti Crading Seite, ne? Die war vorher nicht freigegeben. Verstehe ich. Und wir durften 3 Karten kostenlos einsenden, auf jeden Fall danke nochmal dafür. Hat natürlich aber nichts mit unserer Bewertung zu tun. Nein, die Bewertung bleibt hart und kritisch, ne? wenn es was zu mäkeln gibt. Aber den Part würde ich dir überlassen, weil ich, nein, weil ich der Meckerliese bin, oder was? Nein, weil ich dir ja jetzt vorstelle, wie der ganze Prozess war. Ja, klar, natürlich. Ja. Und du schwenkst einfach rein, wenn dir irgendwas nicht passt oder was unklar ist. Ich sehe es jetzt hier auf dem Bildschirm. Das heißt für mich, das, was du jetzt hier gerade gemacht hast, fließt natürlich nicht in meine Bewertung ein, weil da steht ja drin, dass es einfach wie der Vorgang so war. Ne? Genau, das ist jetzt einfach nur die erste Mail. Ich will auch gar nicht groß oder lang ausführen. Da steht drin, was wir wie zu tun haben. So, ne, ausfüllen, hier Schritt für Schritt Anleitung. Ne? Wir mussten Lotti Crading besuchen, Passwort eingeben, durften uns dann 3-mal die Standard Cradings aussuchen, ne, für die Karten. Zur Kasse gehen, also den Vorgang wie ein ganz normales Crading, nur halt für 3 Karten kostenlos. Mhm. Was man auch machen konnte, ist direkt mehr Karten mit hinschicken, aber dann natürlich für einen Obolus, ne? Was ja auch legitim wäre. Natürlich, ja. Ist ja auch Arbeit. Wir wurden ja auch nur auf 3 Karten eingeladen, ne? Nicht auf 20. Hätten wir alle Karten hinschicken können. Ne, dann ist nur auf 3 Karten. So, am Schluss musste man dann noch eine kleine Umfrage, beziehungsweise 2 Umfragen beantworten zu dem ganzen Prozess. Ich gehe jetzt aber mal weiter. Okay, Moment, jetzt. Genau, so, jetzt zoom mal ein bisschen ran, mal gucken, jawohl, das funktioniert. So, das war direkt, nachdem ich die 3 Karten praktisch gekauft habe. Ne? Wurde mir kurz der Einkauf bestätigt. Ups, dann seht ihr hier unten den Standard Grading 3-mal und den Rabatt, ne, für den Beta-Test. Also 3-mal Grading hätte normalerweise knapp 60 Euro gekostet. Genau, 20 Euro, also 19,99, wenn man es genau nimmt pro Karte, für uns kostenlos, weil Beta-Test. Ne? Mhm. Also hier schon mal die Bestätigung, die kam auch unmittelbar, nachdem ich es also ausgewählt habe. Also sehr kompetent und... Bis jetzt? Ja, genau. So, dann kann ich schon eins weiter. Nein, ich muss aus dem Zoom raus. Genau, 3. Das ist so, jetzt auch verschoben, ne? Aber macht nichts, wir sehen es ja trotzdem. Mal, bisschen links noch. Ich kann ranzoomen. Du musst noch weiter der links machen. Ja, so, genau. Jetzt. So, hier nochmal die Bestätigung. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ne? Es wurde zwischenzeitlich fast alle Submissions eingetragen. Und es gab noch ein paar Tester, die haben ein bisschen geschludert. Ne? Da hat man noch ein bisschen Zeit mit reingeräumt. Hm. Dann natürlich wieder nochmal der Hinweis auf die Umfragen. Ne? Da muss der Feedback geben, damit der Dennis und sein Team da ein bisschen dran hin werkeln können. Ja klar, dass man noch was verbessern kann, ne? Falls irgendwas unrund läuft. Genau, schreiben sie hier auch. Die haben nochmal mit dem Case-Hersteller ein bisschen, genau hier im Case-Hersteller, haben sie ein bisschen was an der Produktion geändert. Mhm. Und warte mal, Paket nicht sofort ihren Eingangsscanner. Für diese erste Testphase wird sich hier aus genannten Gründen eine Verzögerung, genau, weil er noch mal ein bisschen was an den Cases geändert hat. Mit dem Case-Hersteller hat sich das natürlich eine Woche verschoben. Ist aber
erklärbar, ist kein Thema, ne, und ist ja offen und ehrlich damit umgegangen mit dem Thema. Würde mich aber als Endkunde trotzdem auch nerven, wenn ich was hinschicke. Jetzt gerade in dem Moment, wo Grading sowieso lange und langwierig ist, also... Also im Endeffekt schreibt er hier auch, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und geplant haben, erhaltet ihr ab dem heutigen Tag, ne, das war der, lass mich nicht lügen, da steht es, der 7.10., erhaltet ihr in circa 3 bis 4 Wochen eure Karten zurück. Und am Schluss natürlich nochmal zwei Anfragen für den Grading-Prozess an sich, sowie die Zufriedenheit mit den Grades. Mhm. So, wir merken uns mal, ne, das war jetzt der 7.10. Wir können ja nochmal vielleicht ganz kurz gucken, wann wir angefangen haben. Genau, am 6. So, das war der 7., ja, einen Tag später. So, jetzt sind wir auf einmal beim 26.10. Sieht man jetzt ja nicht, weil wir rechts abgeschnitten haben. Okay, ich sag's euch schnell. Aber ist ja nicht schlimm, wir können es euch ja auch sagen, ne? 26. war das jetzt. So, und zwar nochmal ein kurzes Update. Die interne Grading-App ist nun bereit. Jeder sollte in den nächsten 2 Tagen eine Eingangsbestätigung seines Pakets per Mail erhalten. Die Grading-App, die war mir jetzt nicht bekannt. Da muss ich jetzt sogar kurz mal einhalten. Und zwar, ich habe ja die Karten innerhalb, ich weiß nicht, von, lass es mal 4-5 Tagen gewesen sein, vom 7.10. hingeschickt. Und ich habe erst am 26.10. Bescheid bekommen, dass ich in 2 Tagen Bescheid bekomme, dass das Paket da ist. Das fand ich ein bisschen unglücklich. Verstehe ich. Mein Paket war ja schon mindestens eine Woche oder 10 Tage vor Ort und ich habe immer noch nicht Bescheid bekommen, ob ein Paket eben da ist. Weiß ich jetzt nicht, woran es lag. Ja, da könnte man ja auch, ich kann es nicht sagen, wenn wir auf YouTube sind, aber flattern kriegen. Ne? War ein bisschen unglücklich. Ja gut, das sind jetzt fast 20 Tage vergangen. Ja, ich habe mich schon gefragt, okay, jetzt sind 20 Tage rum, ist mein Paket angekommen. Gut, ich habe ja eine Sendungsnummer mit, also ich habe ja per... Genau, mit Sendungsnummer, versichert, verschickt. Ich habe eine Sendungsnummer, ich kann es prüfen. Aber natürlich hätte ich gerne Eingangsbestätigung, ne? Wenn ja, natürlich, vor allem, okay, man kann sagen, ist jetzt Beta-Test. Ja, kann genau. Kann passieren, ja? Ist und ja auch so. So, Nummer 2 war mit dem Case-Hersteller, ne? Wir erinnern uns, da gab es ein bisschen Umstellung. Also auf jeden Fall haben sie das Endprodukt fertiggestellt und es kann sich definitiv sehen lassen. Wir sehen auch später, wir haben das Päckchen hier, ne? Am Schluss öffnen wir das. Und ab nächster Woche stehen die zur Verfügung. Das hieß, als die Karten alle schon dort waren, war das Endprodukt vom Case noch nicht ganz fertig. Ne? Aber alles kein Problem, Beta-Test. So, was uns letzte Woche viel beschäftigt hat, waren die Labels. Hier hatten wir größere Probleme, den Text an den richtigen Stellen und in gewünschter Qualität zu bekommen. Dadurch haben sich noch kleinere Verzögerungen ergeben. Wieder Verzögerungen. Ne? Also das war viel Hintergrundarbeit bei Lotti, um da wirklich der Qualität, sage ich mal, die da dahinter steckt, gerecht zu werden. Aber das kennen wir ja, das Problem, weil bei unseren Cases war das auch ein Hickhack, bis da mal eine vernünftige Qualität unsere bei rauskommt. Unsere Acryl-Cases, also ich weiß nicht, wie oft wir da an der Ecke verbessert, an der Ecke verbessert, hier ein Loch mehr, da ein Loch weniger, also Schrauben und so weiter. Hier eine Schraube, da eine Schraube, Wir verstehen das schon, da sind wir voll und ganz dabei, genau. So, und dann, wir wollen uns das Geschehen bei Lotti Grading für euch und unseren Kunden so transparent wie möglich gestalten. Muss ich sagen, das war auch so, bis auf vielleicht diesen großen Zeitraum zwischen... Also nicht wusstest, was mit dem Paket ist. Paket hinsenden und ist das Paket angekommen. Das war jetzt das Einzige, wo ich mir ein bisschen so Sorgen gemacht habe. Ansonsten transparent, ihr seht es selber, alles also wird offen. Also Transparenz, sein Urgroßvater. Alles wird offen kommuniziert, das fand ich eigentlich immer gut. So, und jetzt endlich... Hallo, wir haben großartige Neuigkeiten. Dein Paket ist soeben bei Lotti Grading eingetroffen und hiermit bestätigen wir den Erhalt. Ne, also das kommt dann, wenn dein Paket dort eingetroffen ist. So, das war jetzt der 28.10. Suppe. Hier dann nochmal die Rechnung dazu, weil... So, genau. Hier kam... Gut, das wäre jetzt die Rechnung, ne? Die kam dann circa... Lass mich gucken. 5, oder 11. Genau, vom 28.10. hat es dann circa 5-6 Tage gedauert, bis die Rechnung kam. Und dann natürlich auch 2 Tage später, dass die Karten sich im Grading-Prozess befinden. Mhm. Und sobald abgeschlossen ist, wirst du von uns über eine separate E-Mail informiert. Und jetzt Achtung, in der nächsten E-Mail werden deine erhaltenen Grades zu finden sein.
Solltest du dich von den Crates überraschen lassen wollen, vermeide es, die nächste E-Mail mit dem Spoiler, deine Crates sind da, Spoiler, aufzurufen. Also es kommt dann tatsächlich eine Spoiler-E-Mail, und wenn du draufklickst und die E-Mail öffnest, macht's Boom und da steht direkt deine Karte und das Grading. Also mit welchem Grund dann aber? Weiß nicht, vielleicht hat Dennis und sein Team gedacht, wir machen das einfach. Also ich meine, du schreibst schon Spoiler dazu, deine Grades sind da, ja, und schreibst, was für ein Kartengrading das ist? Direkt in die E-Mail, ja. Da musst du arg aufpassen als Kunde, dass du nicht einfach aus Versehen auf die Mail klickst, weil ich habe ja zum Beispiel ein E-Mail-Programm. Und wenn ich aus Versehen auf die E-Mail klicke, öffnet sich unten schon mal so eine Vorschau. Mhm. Und ich habe halt direkt gesehen, Karte 1 und dann, oh Gott, Herr, ich habe direkt Grading gesehen. Aber das würde mich mal interessieren, warum man dann eine E-Mail verschickt. Das wäre interessant zu wissen. Weiß ich nämlich wirklich nicht. Was der Gedanke dahinter ist, schon die Karten via Mail vorzuspoilern. Vorzuspoilern. Ja. Also ich wollte es nicht. Ich auch nicht. Ich würde mir jetzt, ich weiß nicht, ob es das inzwischen gibt. Vielleicht gibt es das, aber eine Option beim Bestellen oder während dem Grading-Prozess anklicken zu können, ja, ob du diese Spoiler-Mail erhalten möchtest oder nicht. Aber ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Also, den Sinn kann ich mir leider dahinter warum, auch warum nicht erklären. Also klar, ich möchte natürlich so schnell wie möglich die Geschichten haben, aber sobald das Grading fertig ist, ist das Paket eigentlich sowieso unterwegs. Aber ich hätte gern das Ding und nicht eine E-Mail. Ja, aber du weißt, was ich meine. Wenn ich eine E-Mail kriege, dann dauert es noch 2-3 Tage, maximal eine in Woche der vielleicht. Regel. Und dann kriege ich mein Paket, dann brauche ich ja keine Mail. Weil warte mal, vielleicht sieht man das. Ne, das Datum habe ich auch weggemacht. Wenn schon, dann Datenschutz richtig, ne? Wenn schon, denn so, dann kam nochmal eine Rechnung mit dem, warte mal, jetzt muss ich vergleichen kurz. Ah ja, genau, Verpackung und Versand. Ja, dass es versandt wurde. Warte mal, kommt jetzt im Anschluss, weil wir sind hier am 2.11., genau. Und jetzt kam Lieferschein mit der Sendungsverfolgung. Mhm. So, die Sendungsverfolgung wird nicht funktionieren. Ja, wie ihr vielleicht seht, ist hier weiß. Ich habe es weggemacht. Schade, ich wollte es jetzt eintippen. Ja, aber das seht ihr nicht. Die Rechnung kam am 2.11. und die Bestätigung mit der Sendungsverfolgung kam am 11.11. Also da waren dann auch wieder 9 Tage dazwischen. Also wir sind inzwischen bei 5 Wochen. Ja. Ist auf jeden Fall mal sportlich. Sportlich, ja. So, jetzt die E-Mail. Besagte E-Mail. So, hier oben steht, sieht man meine Maus? Ja, Achtung, Betreff, Spoiler, deine Crates sind da, Spoiler. Mhm. So, jetzt steht hier halt direkt, ihr seht, welche Karten wir eingeschickt haben. Ach, die stehen dann da jetzt schon da, dabei. Du siehst hier direkt, guck mal, Pokémon, Schwert und Schild, Weg des Champs, ne, das 79er. Da die Gradings hier stehen, oder was? Hier, ich hab's weggemacht, da steht ein Grading, hier steht ein Grading und hier steht ein Grading. Oh, da habe ich doppelt weggemacht. Aber wie gesagt, die Frage, warum, das würde mich interessieren. Vielleicht kann uns das ja jemand von Lotti noch beantworten. Das würde mich nämlich wirklich brennend interessieren, weil meistens denken sich die Leute was dabei. Ich wollte es nicht. Wie gesagt, ich würde mir dann zumindest die Option, ich wollte die Option haben, willst du die Spoiler-E-Mail oder willst du sie nicht? Wenn du das schon anbietest, dass du per E-Mail Bescheid bekommst, wie dein Grading ist. Ja, aber ich, wie gesagt, ich wüsste nicht für was. Aber Salami, vielleicht kann, egal. Wenn Dennis das Video sieht, uns kurz per Kommentar schicken, was der Sinn dahinter ist. So. So, und zu guter Letzt, jetzt starte ich hier noch den da und den da. Oh, du bist ja ein richtiger Technik. Technik-Kevo bin ich geworden. So, aufpassen. Das ist die Lotti-Crading-Seite, die war halt für uns damals freigeschalten. Als Tester. Beta-Tester. Inzwischen ist sie schon freigeschalten für alle. Und hier könnt ihr eure Cradings wählen. Ihr seht ja Standard 30 Tage circa. Der Preis ist bei 19,99 geblieben, so wie ihr bei uns in der Rechnung schon gesehen habt. Und 2 weitere Angebote. Express mit 15 Tagen für 29,99 und sogar der Super Express für 49,99. Und dann sollte das Ganze innerhalb von 5 Tagen gegessen sein. Meine persönliche Meinung zu solchen Express-Geschichten halte ich immer sehr schwierig, weil wenn du eine gewisse Qualität anbietest, dann kannst du mir nicht erzählen, wenn du dich in 5 Tage abhetzen musst, dass du die gleiche Qualität machst wie bei einem Standard-Grading, wo du weißt, du hast Zeit. Was heißt abhetzen? Ich denke, du wirst einfach die Super-Express-Gradings nur vorrangig behandeln, aber die Zeit zu Ja, das weiß ich nicht. Zu also, begutachten, ich sag nur, das wäre für mich als Endverbraucher dann schon schwierig. Wird bleiben, denke ich. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es auch nicht, weil wir graden noch keine Karten. Momos Grading-Service kommt erst noch.
So, ich würde sagen, wir wechseln mal auf die... Ja, ich würde sagen, it's Booster Time, hätte ich fast gesagt. Fast, aber. Ja. Wir wechseln mal auf die Cam. Und komm, ich überlasse dir das Öffnen. Dein Skalpell, dein Bastelskalpell ist ja... Also, das bedeutet jetzt... Ich... Ah, das sieht aber schon mal ein bisschen malträtiert aus hier. Wahrscheinlich vom DHL-Fahrer. Ja, und Transport, weißt du. Vom DHL-Fahrer, wer kennt ihn nicht? So. Ich will natürlich jetzt auch nicht irgendwie in irgendwas rein donnern. So, ich habe ja die Seite offen, ich kann noch mal kurz gucken. Also hier ist das Crating. Man sieht keine Rückseite so rum. Also hier ist auf der Vorderseite das Crating. Ich glaube, ich sehe da schon eine Karte rausblitzen, oder? Ja, das ist die Vorderseite, die du jetzt hast. Also das ist die Vorderseite, das bedeutet? Ja, ja, da ist zu viel Farbe. Das ist dann, aber warte mal, hier ist doch der Dinger, oder? Oben drüber. Sehe ich es richtig? Zu viel Luftpolster, ich sehe es nicht. Okay, warte mal. Also ich denke, dass hier oben der... Ja. Also das Paket ist leer, ne? So. Also da könnte ich jetzt auch nochmal, gerade jetzt vielleicht, wenn Dennis das auch guckt, in so einem Fall wäre es vielleicht nicht schlecht, nochmal ein Schutzblatt oben drüber zu legen. Weißt du, wie ich meine? Um dich nicht schon zu spoilern. Da war das Thema wieder, ne? Spoilern. Ja, aber klar, das muss natürlich jetzt nicht sein. So, jetzt weiß ich nicht, wenn ich es umdrehe, wie es sich da verhält, deswegen mache ich es mal lieber so rum. Wo die Cradings draufstehen, meinst du, ne? Ich weiß nicht, ja, eben, deswegen muss ich mich überraschen. Also, auf der Seite hat man ja kurz eine Karte gesehen. Da ist nur von vorne, warte, ich muss einmal zurück. Du siehst vorne nur dein Gesamtergebnis. Wenn jetzt eine Einzelauflistung vorhanden sein wird, denke ich mal, ne, Corners, Edges und Surface, dann ist die wahrscheinlich auf der Rückseite. Ja, hier steht es auch, auf diesen Einzelbewertungen, auf der Rückseite. Okay. Also musst du beides abdecken. Das wird natürlich eine Herausforderung. Eine zweite Codekarte. Nicht reinhalten, gell? Die Fusionsangriffe, ja. So. Obacht. Also das heißt, vorne und hinten ist was drauf. Oh, warte, da ist doch noch eine. Oh, ich hab das jetzt schon gesehen, aber ich glaube, das hat man zum Glück nicht auf der Kamera gesehen. Also kommen die Karten. Okay, also Mewtwo, das habe ich jetzt schon gesehen, aber ich glaube, du noch nicht. So, die Karten kann man ja jetzt schon... Das hat man ja schon in der E-Mail gesehen, so. Das lass ich mal hier liegen, ja. Ja, das würde mich mal brennend interessieren, was der hier hat, der Boy, weil der war eigentlich in einem sehr guten Zustand, fand ich. Ja. So, Clurak V-Max. Das von dir gezogene Clurak V-Max war auch in einem sehr guten Zustand eigentlich. Sehr guten Zustand, muss man aussagen. Ja. Du kannst da nochmal kurz den Zoom anschmeißen durch deine... Ich habe jetzt nur mal geguckt, ob da irgendwie die Ding reingepresst ist, aber ich glaube, das sieht nur so aus. Ne? Da werden die Karten gehalten, glaube ich. Ja, der rechtbündige. Ja, hier rechts sieht es aus, als wäre das reingepresst, aber ich glaube, das ist einfach nur der Halter. Ne? Dass sie nicht verrutscht. Genau. Das kann sein, ja. Ist das bei den anderen auch so? Ja, ich meine schon. Hier sieht es nämlich so aus, als wäre das reingepresst, aber das ist wahrscheinlich nur zur Stabilität aller Sergio Ramos. Oh, da sind Fusseln aber drin. Das ist natürlich ein bisschen... Rechts auch, oder? Rechts in der auch. Ecke. Aber vielleicht okay, ich ist es mal, nur in der Tasche. Das gucke ich jetzt mal, aber wir testen jetzt erstmal... Wir machen erstmal, ja. Was sagst du denn Ergebnis? Gesamtergebnis? Also ich weiß ja noch, bevor ich die Karte hingeschickt habe, wie sie ausgesehen hat, da war nicht viel. Also die müsste sich... Kommt drauf an, wie kritisch die Jungs und Mädels sind. Aber mindestens 9, vielleicht 9,5 müsste schon drin sein. Also Centering ist meiner Meinung nach gut. Gut. Gut, ne, also gut, ne? Gut, Momo. Gut, Momo. Na ja, gut, Code könnt ihr euch reinballern. Ja, oder? Gegönnt. Geht noch nicht, dein Finger ist drauf. Rückseite. Aber da ist schon mal Ecke oben ein bisschen was, ne? Und auch ganz minimal. Also Edges ist der Punktabzug, dann bin ich bei 9,5. Also ich sag, wenn es 0,5 gibt, weil ich sehe jetzt hier nur eine 9, dann sage ich eher eine 8 als eine 9.
Aber eigentlich, also, naja, das ist ja, weil ich weiß nicht, hart an der Modo, Momo. Ja, wie streng sie bewerten, ne? Aber könnte dann schon Richtung 9 gehen, schätze ich. Also, schauen wir mal, oder? Ja, wenn wir. Ja. Ah, 0,5. Okay. Mhm. So, Angaben, ne? Clurak, WiMAX, also der Name der Karte. Aus Ultra welchem Rare. Set? Mhm. Aus welchem. Die Nummer, ne? Ultra Rare, Deutsch. Jetzt Rückseite müsste die Einzelaufstellung sein, ne? Ah, ja, Corners. Okay. 9,5 hast Edges. Du gesagt. Edges hast du gesagt, ist nochmal ein bisschen was. Naja, also heißt, ne? Aber wir haben könnt, 10. Könntest du auch als Corners werden, sag ich mal. Oder ne? So, okay. Und Surface irgendwo müsste auch noch ja, ein, gut, ein Placken sein. Wenn der Kevin sie gezogen hätte, wäre es eine 9. Bei mir ist es eine 9,5, weil Kevin zieht ja immer wie so ein. Aber jetzt würde mich das mit der Fusselmann interessieren. Ja. Weil da habe ich schlechte Erinnerungen an EGS, um ehrlich zu sein. Das stimmt, da war, glaube ich, auch das Label verrutscht, gell? Da war nämlich das Label, da war auch ja, da im, gab's in zwei, dem Case drin war zwei, da. Zwei, drei Kritik. Ja, jetzt. Zwei, drei Kritik. Ich bin da ein bisschen da, ja, eigen, aber vielleicht seht ihr mir es nach. Aber es auf jeden Fall fühlt sich hochwertig an. Und da sind keine Fusseln mehr, also ist es in der. Guck mal, ist sogar LGS eingraviert, sage ich mal, ne? Reingepresst oder wie auch immer. Aber die Fusseln sind in der Tüte. Ja, glaub schon, oder? Ja, da unten, guck mal. Da habe ich es mit hochgezogen. Ja, in der Tüte ist jetzt überhaupt kein Kritikpunkt. Also. Ja, stimmt, hier oben habe ich sie. Nur weiß ich jetzt nicht, ob da oben was drin ist. Also die Tüten, die kriegt man ja ganz günstig hier, ne? Die Toploader schützen. Übrigens auch bei uns im Shop. Bei uns im Shop, genau. Richtig, ja. Die von was sagst du zum Bro. Case? Also Case fühlt sich Hammer an, sehr leicht. Trotzdem hochwertig. Ich denke auch mal, dass die stapelbar sind, weil die so Einkerbungen haben. Das werden wir dann auch sehen. Können wir ja gleich testen, ja. Ansonsten gibt es da nicht viel zu motzen, würde ich mal behaupten. Aber das ist ein Schaden hier schon, ne? Oder ist es normal beim Zusammenpressen? Habe ich hier auch und hier auch. Ich denke, das wird normal sein. Er fokussiert jetzt halt nicht, ne? Aber. Ja, man sieht es aber, was hier, du meinst, ne? Das da, ja. Aber das habe ich hier auch. Ich denke, das ist einfach vom Zusammenklipsen oder Drücken. Ja, aber da ja Dennis immer hohes Niveau auch an den Tag legt, ne? Deswegen, also da musst du, glaube ich, nochmal gucken. Das ist nicht schön. Wenn ich mir überlege, dass ich mir da jetzt so einen Clurak First Edition graden lasse und dann ist es in so einem, wo hier so eine Macke hat. Das sieht ja schon aus, als wäre es runtergefallen, seien wir ehrlich. Sieht schon aus, als wäre es einmal auf den Tisch gedotzt, ne? Ach so, ja, stimmt. Ach, von ein bisschen weiter weg sah es anders. Ja, doch, stimmt, wahrscheinlich. Ja. Also. Dann gucken wir uns bei der das auch mal an, ne? Wie gesagt, ihr seht es jetzt hier nochmal. Aber ansonsten, tippitoppi, muss ich sagen. So, ich mach mal das Mewtwo. Mhm. Das gehört sogar nicht uns, ne? Das Nein. ist von Dean, habe ich ihm abgenommen. Weil er? Er hat gedacht, er kann es mal über den Boden schleifen und also so eine Karte schleift man nicht über, ohne Sleeve über den Boden. Deswegen bin ich mir fast sicher, dass wir bei Surface Abzüge haben. Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten, ich gucke mal kurz, Centering war eigentlich Mashallah, muss ich fast schon sagen. Das muss ich beim Turn aufpassen. Puh, also da musst du schon mit dem Millimeter-Lineal hin, ne? Um vielleicht. Also ich finde. Ah, Centering sind schon gut. Das war Centering überhaupt top. Berücksichtigt? Centering war nicht berücksichtigt. Dann Edges. Ja gut, bis auf das, das ein bisschen über den Teppich gezerrt wurde, war eigentlich nichts. Also ich denke, Punktabzug gibt's. Aber jetzt ganz kurz, ist Centering gar kein Berücksichtigungspunkt? Das würde mich auch mal interessieren. Hier steht nur Centering, Zentrierung steht aber da. Ups. Es steht hier. Ja, aber ist aber nicht mit aufgeführt. Guck mal, Bewertungsgrundlagen sind hierbei die Zentrierung, Centering, die Oberfläche, Surface, ja. Die Kanten, Edges und die Ecken, Corners. Aber da fehlt. Centering fehlt, oder? Centering fehlt dann, ja. Ja. Oder wir verstehen es nicht. Auch mal erklären. Nee, hier sind vier Bewertungsgrundlagen auf der Seite aufgeführt und wir haben aber nur drei. So, ich mach's jetzt mal anders da wie du. Ich mache jetzt erstmal hier den da, ne? Was kommt als erstes? Das Surface. Punktabzug, safe, weil es über den Teppich gezogen wurde. 8, ja, schmerzlos nachher. Ja. Wenn das jetzt so ein 8er oder 7er hätte ich ihm früher die Karte wegnehmen müssen. So, dafür Edges, geschmeidige 10. Jo! Und
Jawohl, jo, Corners ist auch 10. Also ich denke mal bei 9 sowas. Jawohl. Ey, aber das, Karte gerettet. Das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Ja, aber okay, also... ja, okay. Ich muss mal kurz Schluck einschenken, ja. Also Rückseite wäre ich dabei, aber ich glaube vorne die Ecke... Ja, vielleicht hat die er... Die Ecke ist... Also, ja... Vielleicht haben sie da beim Surface einfach den Punkt weggemacht. Aber im Endeffekt, wenn du... Aber Corners hättest du dann, sagen wir mal, zumindest eine 9,5. Hätte man selbst wenn du 9 gemacht hättest, hätten sie vielleicht bei Surface dann 9 gemacht, dann hätte ich auch 9. Ja, ja. Aber wir sollen es ja fair beurteilen, ne? Deswegen. Also ich würde sagen, rechts hätte schon... Abzug. 0,5 Abzug verdient, oder? Ich habe da noch nicht genau hingeguckt. Aber guck mal, hier ist es wieder anders. Wieder. Sag mal. Guck, hier ist es komplett rausgebrochen. Ja, hast recht. Ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen kann, aber ich glaube, so sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Halt's mal lieber das Schwarze. Gut, von so sieht es gleich aus. Aber es ist tatsächlich hier ein Stück rausgebrochen unten. Ja. So, stapelbar. Super. Yes. Puh. Wie zwei Konservendosen. Bixe, Wasch. Bixe. So, ich überlasse dir mal das nette Klurak noch. Mm. Das zweite von heute. Was wir ja auch in einem Video gezogen haben. Ja, aus Cylindrim V-Kollektion. Aus zwei Stück haben wir ein Battle gemacht. In unserem alten Studio genau. Bei dir. Bei dem Klurak, das sieht eigentlich tippitopp aus. Also da habe ich wirklich fast gar nichts zu hören gehabt. Das einzige, ein Punkt, ne? Der Dot. Der Dot da oben, ne? Also Surface, ne? Die Oberfläche. Na, ihr seht es da oben. Der Dot haben wir zumindest den Verdacht, dass wir beim Surface abgezogen muss bringen. Muss ein. Also wenn sie den nicht entdeckt haben, dann... Aber ansonsten... Die war richtig, gut. Die richtig war gut, Jock. Ja. Also 10, so, jetzt drehe ich das mal so, dass ich es nicht sehe. 10, 10, 9 muss. Für Surface. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Ich wollte gerade sagen, Surface eher dann 9. 10, 10, 9. Genau. Muss sein. Oder vielleicht einen halben Punkt für den Sonst Dot. Bin ich... Aber 10, 10, 10 halber. Kann nicht sein. Also nee. Wenn 10, 10, 10 kommen, dann... Dann müssen wir nochmal reden. Dann ist irgendwas falsch. Surface 9,5. Okay, ich sehe es, ja. Das könnte der Punkt sein, den wir eben schon angesprochen haben im V, ne? Der Dot, ja. Der kleine. So, dann Edges 10. Bin ist aber dabei. Ist aber auch... Und nochmal eine 10. Jawohl. Also. Das schmeckt, hä? Hi. Also das wird der Punkt gewesen sein, ne? Ist in dem Fall aber legitim, weil, ja, wie gesagt, passt. Die Karte ist ansonsten sowas von top. Aber ihr könnt es ja auch mal reinschreiben, wie ihr es bewertet hättet, ne? Weil das ist natürlich auch immer, mehr sind natürlich keine Profis, was Grading betrifft, sonst hätten wir schon lange einen Grading-Service aufgemacht. Wie gesagt, AMGS steht. Was mich wundert, ist der QR-Code, was ist denn der eigentlich? Lass mich nicht lügen, da kannst du nochmal, ich glaube auf der Homepage... Warte mal, vielleicht funktioniert es. Ah, mein Handy ist angeschlossen. ich glaube, du kannst auf dem QR-Code nochmal nachprüfen, deine Gradings oder Grading, was? Grading, ja, ja. Das Grading-Ergebnis und den Vorgang, glaube ich sogar. Aber das ist jetzt Angabe ohne Gewähr. Müsste man nochmal nachgucken. Okay, das bedeutet jetzt aber auch, jeder, der den QR-Code hier im Video sieht, kann. kann auf unsere Karte zugreifen. Ja. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Wenn du es nicht gesagt hättest, wäre vielleicht keiner auf die Idee gekommen. ja, aber guck, das ist wirklich... Oh, da wackelt der ganze Bildschirm. Junge. Also es ist so, ja, ein Was? Wermutstropfen, sage ich. Kritikpunkt unten. Ja. Wie sieht denn die aus? Ist das wieder besser wie das beim Klurak? Besser, aber ist trotzdem... Für mich ist es kaputt. Ja, kaputt. Ja, für mich ist es so, kaputt. Muss man so sagen. Haben wir nicht noch... Wir haben doch auch hier von Diamond Grading noch was da. Ne? Ja. Das war nicht die Karte, ja. Das war nur der Ständer. Ja, siehst du, da hast hier du hast halt... Du nicht, ne? Hier hast du was nicht, aber... Ja. Aber? Ja, dafür hast du dir so Dinger eingeschlossen. Das ist jetzt auch nicht so toll. Nee, aber wie gesagt, ne? Ansonsten, ich finde auch die Labels sehen sehr hochwertig aus. Ja. Eure Meinung unten in die Kommentare. Ich denke, das wird auch bei Lotti und den Dennis vor allem weiterhelfen. Ja, und nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Wie ist das Fazit? Fazit ist, es ist
sehr hochwertig, muss man sagen, bis auf den Datsa da unten, vielleicht ist es mittlerweile behoben, das wissen wir nicht. Preis ist auch in Ordnung. Ja, 20 Euro für eine Karte. Gliedert sich bei den anderen ein, ne? So mal Daumen. Dann Lotti Cards hat natürlich auch eigentlich schon sich einen Namen gemacht, sage ich mal. Ne? Das heißt, da kennt ist auch man, die Chance da, dass sich das Grading auch etabliert. Ja. Und einziger Wermutstropfen, ein bisschen das mit der Zeit, fand ich. Was du mir jetzt so berichtet hast, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Gut, Beta-Test, ne, muss ein bisschen wahrscheinlich... er hat ja aber offen und transparent hat er alles geschrieben. Wie gesagt, das Einzige, wo ich dann nicht verstanden habe, war den Eingang des Pakets zu bestätigen. Schneller. Weil ich bin der Meinung, das Paket war schneller da, wie ich es bestätigt bekommen habe. Und jetzt nicht nur Tage, sondern das ging schon in die Wochen gefühlt. Ja, 2 Wochen waren es ja, ne? Ja, ungefähr. Aber ich denke, das wird alles inzwischen ein bisschen anders laufen. Ne? Wenn du was Neues startest, was Neues planst, ist immer so, da musst du erstmal reinkommen. Ne? Ich erinnere mich, wo wir hier angefangen haben, was wir alles vergessen haben, wir alles organisieren mussten. Ne? Das ist alles nicht so einfach. Aber wir danken Dennis auf jeden Fall, dass er an uns gedacht hat für den Beta-Test. Und dann hoffen wir, wenn er es ausprobiert, dass er an uns denkt. Genau. Und dann in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.